Ebenso wie es nur eine Welt, ein Leben und ein... So gibt es nur ein... Ich danke euch, dass ihr mich zu meiner Schwester gebracht habt und dass ihr danach für mich da wart und mich beruhigt habt. Ihr seid ein wahrer Freund. Ich wollte euch das nur mal sagen. Wohl wahr. Ich decke euren Rücken, das wisst ihr doch. Gut, nachdem das also geklärt wäre, nur zu. Was? Es wird keine Nachspeise erwähnt? Das ist wahrlich ein Wunder. Mag. Soll dem Menschen dienen und ihn niemals beherrschen. Finster und verrucht sind diejenigen, die seine Gabe genommen. Schon seltsam, dass bei einer derart angespannten Lage die Tage so freundlich sein können. Oh, verzeiht, ich habe nur laut gedacht. Wollt ihr zur Anschlagtafel des Kantors? Ich bin Schwester Justine, Kuratorin der Reliquien dieser Kirche. Ah! Und schon wieder zeige ich Stolz. Es ist schwer, dem Vorbild Andrastes gerecht zu werden. Mich hat Geschichte schon immer fasziniert. Und gibt es einen besseren Ort für diese Leidenschaft als die Geburtsstätte der Prophetin des Erbauers? In meinem Alter Kuratorin dieser Kirche zu sein, ich bin ständig im Kampf mit meinem Stolz. Und ich hoffe, der Erbauer vergibt mir, dass ich meine Demut von Zeit zu Zeit verliere. Der Archivar kümmert sich um die Bücher und ich kümmere mich um die heiligen Reliquien. Außerdem bin ich auf der Suche nach weiteren Exemplaren für unsere Sammlung. Und das ist schwieriger, als es klingt. Wirklich? Verzeiht meine Zweifel. Ich würde sie auf jeden Fall gerne untersuchen. Lasst mich mal sehen. Die Schriftrollen sind alt, ohne Zweifel. Und die Schrift? Sie sind in Chiffre geschrieben. Die alten Gläubigen verwendeten sie, um ihre Schriften vor den Magi von Tevinter zu schützen. Sie könnten echt sein. Bitte lasst sie mich untersuchen. Ich brauche Pergament, eine Feder und Tinte. Wie war das nochmal mit der Chiffre? Ich habe eure Schriftrollen untersucht. Ich kenne einige der frühen Chiffren der Kirche, aber diese hier ist mir nicht gänzlich vertraut. Die Teile, die ich entziffern konnte. Es könnte sich um einen Bericht von Maferats letzten Tagen handeln, vielleicht sogar um noch mehr. Es ist bemerkenswert, ich weiß. Der gleiche Maferat, der unsere Prophetin verraten und dabei zugesehen hat, wie sie in Minrethis bei lebendigem Leib verbrannt wurde. Wenn wir eine genaue Übersetzung bekämen, könnte das hier der Fund unseres Lebens sein. Es könnte Monate dauern. Die Chiffren wurden so entwickelt, dass sie für die Magister möglichst schwer zu entschlüsseln waren. Wer weiß, welche Geheimnisse wir enthüllen werden, welche Wahrheiten wir finden werden. Hier habt ihr alles, was mir für Ankäufe zur Verfügung steht. Nehmt es und geht. Seid gesegnet. Tausendfach gesegnet. Sie sollen heißen Malefica, die Verfluchten, und weder in dieser noch in der nächsten. Ganz schön viel Anspannung hier. Wie ihr wünscht. Ach ja, findet ihr. Wisst ihr, was ich dagegen unternehme? Ich... Willkommen, Freunde. Willkommen in Wades Laden. Wir haben die besten Rüstungen in Denerim. Vielleicht sogar in ganz Ferelden. Womit können wir euch dienen?
Ihr habt was? Eine Drachenschuppe? Eine echte gar? Wunderbar, wie sie das Licht reflektiert. Wie habt ihr... Nein, ich will es gar nicht wissen. Doch ich muss gestehen, das übersteigt meine Fähigkeiten. Weshalb, o Erbauer, quälst du mich so? Wenn ihr mir Drago-Schuppen brächtet, Sir, könnte ich damit üben. Und dann eines Tages eine großartige Rüstung für euch herstellen. Gemach, Meister Wade. Er kann manchmal sehr emotional werden. Besucht uns wieder. Willkommen zurück. Sucht ihr eine gute Rüstung? Nein, kann er nicht. Höre ich recht? Ihr habt Drago-Schuppen? Seht nur, Herren, die ist echt. Sowas sehen manche Rüstungsschmiede ihr ganzes Leben nicht. Ich muss das machen, sagt das dem Kunden. Ich lasse dafür alles andere stehen. Darauf verwette ich mein Leben. Wo ist eure Bescheidenheit, wenn wir sie brauchen? Ausgezeichnet. Ihr werdet es nicht bereuen. Bedenkt doch nur die Möglichkeiten, Harren. Lieber nicht. Seid ihr wegen eures Auftrags hier? Ich habe kaum angefangen, da belästigt ihr mich schon. Ach, zurück an die Arbeit. Seht euch doch unsere Ware an, bevor sie verkauft ist. Natürlich. Ach, zurück an die Ab. Es ist so nett, in der Zivilisation zu sein. Wenn das nicht unser Held ist, nach erfolgreicher Suche nach der heiligen Urne. Ich hatte euch nicht so bald zurück erwartet. Ich habe der Kirche geschrieben und von euren Abenteuern berichtet. Sie möchte, dass ich eine Expedition leite. Was haltet ihr davon? Ich bin sehr aufgeregt. Ihr habt das alles möglich gemacht. Ich kann euch nicht genug danken, aber ich werde es versuchen. Hier, nehmt das als Belohnung. Es soll euch gehören. In euren Händen ist es sicher sinnvoller aufgehoben, als wenn es hier im Haus herumliegt und Staub ansetzt. Und der Erl ist zum Landting in Denerim? Ich bin erleichtert, dass es ihm wieder gut geht. Es ist ein Wunder. Und jetzt entschuldigt mich. Ich muss noch so viel vorbereiten. Wenn nur Waylon all das sehen könnte.
Zwergenhandwerk, feinstes Zwergenhandwerk, direkt aus Orsama. Etwas Besseres findet ihr nicht. Ein hübsches Anwesen, nicht wahr? Was habt ihr auf dem Herzen? Ihr stört... Entschuldigt mich, ich muss im Wohnraum des Aals Staub wischen. Nein, ich komme aus Radcliffe. Lady Isolde hat mich letztes Frühjahr hierher gebracht, als ihre Kammerzofe. Aber ich habe hier Familie. Ich bitte um Verzeihung, Sir, aber die Haushälterin darf mich nicht beim Herumstehen erwischen, sonst rollt mein Kopf. Guten Tag. Ah, Wächter. Ich hoffe, ihr habt es euch bequem gemacht. Das ist Alina. Sie ist... Ich bin Königin Anoras Kammerzofe. Sie hat mich geschickt, um euch um Hilfe zu bitten. Aber vielleicht will die junge Dame lieber für sich selber sprechen. Die Königin ist in einer schwierigen Lage. Sie hat ihren Mann geliebt und ihrem Vater anvertraut, damit er ihn beschützt. Er kommt aber ohne König zurück und es gibt üble Gerüchte. Was soll sie davon halten? Sie macht sich also Sorgen. Aber wenn sie ihn darauf anspricht, antwortet er nicht. Er sagt nur, sie solle sich nicht weiter beunruhigen. Meine Königin vertraut ihrem Vater nicht mehr. Aber Loghain ist sehr raffiniert. Ganz anders als Randan Howe, der in alle Geheimnisse eingeweiht ist. Sie geht also zu Howe. Dass die Königin den neuen Earl von Denerim besucht, gebietet schon die Höflichkeit. Sie verlangt Antworten von ihm. Das würde keine anständige Person wiederholen. Er hat sie beschimpft. Verräterin war noch das Harmloseste. Und sie in einem Gästezimmer eingesperrt. Ich glaube, dass ihr Leben in Gefahr ist. Howe hat gesagt, tot sei sie als Verbündete wertvoller als lebendig. Vor allem, wenn Earl Eamon daran schuld wäre. Ja, sie hat gehofft, dass ihr das sagt. Loghain spricht oft von dem jungen grauen Wächter, der überlebt hat. Er macht sich offenbar Sorgen. Wir haben wohl keine Wahl und müssen Anora vertrauen. Die Königin ist beliebt. Wenn Loghain mir die Schuld an ihrem Tod in die Schuhe schieben könnte, ich bin nicht sicher, ob wir das Risiko eingehen können. Ich habe einige Uniformen. Earl Howe stellt täglich neue Wachen ein. Da fallen ein paar mehr gar nicht auf. Ich zeige euch den Dienstboteneingang. Wir müssen rein und mit meiner Königin wieder raus, bevor jemand etwas merkt. Danke, Wächter. Wir sollten uns beeilen. Wie ihr wünscht. Gut, fangen wir an. Wird erledigt.
Schafft endlich mal jemand die Katzen raus? Das Abendessen ist noch nicht fertig, also fragt. Gut, fangen wir an. Von den Besuchern des Arztes auch ein Prinz ist? Für mich sah keiner von denen wie ein Prinz aus. Ja. Ja. Oh! Hier bin ich. Ja, sofort. Falle! Und da haben wir also endlich den mächtigen grauen Wächter. Die Krähen entbieten euch wieder einmal ihre Grüße. Und wo ist Severin? Er ist nicht bei euch. Wie enttäuschend. Gebt euch keine Mühe. Ich weiß, dass er mit euch reist. Hier bin ich, Taliesin. Sagt mir, hat man euch geschickt oder habt ihr euch freiwillig gemeldet? Oho, und da erscheint er doch noch. Natürlich freiwillig. Als ich hörte, der große Zephren hat sich von uns abgewandt, musste ich es einfach mit eigenen Augen sehen. Ist das so? Nun, hier bin ich, in Fleisch und Blut. Ihr könnt mit mir zurückkehren, Zephren. Ich kenne eure Gründe und werfe euch nichts vor. Es ist nicht zu spät. Kommt und wir denken uns eine Ausrede aus. Jeder macht mal einen Fehler. Oh, aber Zephren will doch wohl leben. Ich denke, ich werde schon zurechtkommen, Taliesin. Es tut mir leid, alter Freund, aber die Antwort ist nein. Ich komme nicht zurück. Und ihr hättet in Antiva bleiben sollen. Ja. Ja. Falle! Falle! Kein Gegner für mich! Ich habe mich nach einem guten Kampf. Ich bin wirklich verletzt. Nur, dass wir es
Es ist soweit. Taliesin ist tot. Und ich bin frei von den Krähen. Sie werden annehmen, dass ich zusammen mit Taliesin gestorben bin. Solange niemand ihnen das Gegenteil berichtet, werden sie nicht nach mir suchen. Ich weiß nicht, dass ich jetzt Alternativen habe. Bisher hatte ich keine. Ich könnte jetzt vermutlich gehen, wenn ich das wollte. Ich könnte weit weggehen, so weit, dass mich die Krähen niemals finden würden. Aber ich könnte auch bleiben. Immerhin habe ich geschworen, euch zu helfen. Und die Welt zu retten ist eine Aufgabe, die man bis zum Ende durchziehen sollte, findet ihr nicht? Dann werde ich bleiben. Ich halte zu euch bis zum Schluss. Sofern ihr nicht vorher meiner überdrüssig werdet. Oder ich sterbe, oder ihr sterbt. Wie auch immer. Widmen wir uns also wieder der aktuellen Aufgabe. Es gibt doch sicher noch viel zu tun. Gut, fangen wir an. Braska! Oho. Alle Waffen bereit. Gut, fangen wir an. Wird erledigt. Natürlich. Willkommen in der Perle. Ich bin Sanga, die Besitzerin. Bitte setzt euch und macht es euch bequem. Jeder hier ist ein Meister seines Fachs. Lasst euch von niemandem etwas anderes erzählen. Ich fürchte, ihr werdet einer nach dem anderen gehen müssen. Unsere Zimmer sind nicht groß genug für so viele Leute. Aber darüber können wir uns gleich unterhalten. Also, was soll ich euch zeigen? Die Männer oder die Frauen? Oder hättet ihr gerne eine Auswahl von beiden? Kommt bald wieder. Der Dienstboteneingang ist auf der anderen Seite des Hauses. Wir müssen erst an diesen Leuten vorbei. Und ganz vorsichtig, Arl Hau ist da drin. Seht ihr die wütenden Arbeiter nicht? Es wird eine Weile dauern, bis selbst Brandon Hau seine Vordertür wieder benutzen kann. Ich werde direkt hinter euch sein. Nein! Die Handwerkshalle der Tischler hat jetzt genug von Haus überfüllten Terminkalender. Irgendwas schleicht hier herum. Mal nachsehen. Vorsicht, Feinde! Oh. Wir müssen sehen.
Verstanden. Das ist ganz schön viel Blut. Verstanden. Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Ich kann die Wachen ablenken, aber ihr müsst schnell sein. Es gibt hier stündliche Patrouillen. Und wenn dann zwei fehlen, wissen sie, dass etwas faul ist. Ich locke sie in den Hof. Wartet in den Büschen. Oh, ihr müsst kommen. Ich habe etwas gesehen am Brunnen. Dunkle Brut, fürchte ich. Dunkle Brut? Sie werden uns alle nach unten ziehen und auffressen. Sollen wir Hilfe anfordern? Bist du völlig bescheuert? Hilfe anfordern? Damit wir dastehen wie furchtsame kleine Mädchen? Nur wegen eines klingohrigen Frauenzimmers? Sie werden uns bei lebendigem Leib auffressen. Bitte holt Hilfe. Aber wenn da etwas ist und wir nicht Alarm schlagen, stehen wir noch viel schlechter da. Bei Andrastes heiliger Unterwäsche. Gut, wir überprüfen den Hof, damit du dir nicht in die Hosen machst. Aber da ist nichts. Danke. Oh, es war hier drüben. Schnell! Schnell!